Also, wenn der die so abfertigt, wird er heute nur drei Gespräche führen oder so. Okay, Auto steht noch da. Sag mal, warum geht dieses Auto nicht kaputt, aber mein Privatwagen die ganze Zeit schon? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Auto. Ist voll lame. Ist wirklich so. Mein Auto ist die ganze Zeit am Rumhüpfen und sowas. Helen, Sie können sich auch zu uns stellen. Hodge, alles okay? Mein Gott, Sie schreien ja rum. Schönen guten Tag. Hallo? Wie muss ich Sie doch erreichen, wenn Sie fast am Ende der Straße Sie stehen? haben vorhin angesch... Ich habe mit dem Security gesprochen. Ich dachte, was ruft er mir hinterher? So ähnlich war der Plan. Oh Ich wollte Gott. Sie ein bisschen erschrecken. Ja. Dass Sie sich fragen, hä, wer redet hier mit mir? Ja, nee, alles okay. Was wollte ich? Boah, jetzt hatte ich gerade einen klaren Gedanken und sie schreien mich von rechts an. Toll, jetzt hast du einen Tut kaputten mir Plan. leid, Herr Lynch. Ja. War nicht meine Intention. Schließe ich sie aus mit meiner körperlichen Präsenz? Ich kann den Kreis auch erweitern. Ach, Herr Lynch, vielen Dank. Wahnsinn, das ist immer so. Ich bin inkludierend, wie die Toiletten hier. Interessant. Naja, weil es keine unterschiedlichen Mahlzeit. Mann-Frau-Toiletten gibt. Es gibt nur eine. Servus! Jetzt müssen wir den Kreis aber noch größer machen, du. Der andere noch muss nicht rein. Hallo Jax, Petten? möchtest du in den Kreis? Bitte nicht in der Mitte stehen im Kreis. Ganz wichtige Regel. Der Keks. Ganz wichtige Regel. Nicht der Hast du Keks. deine E-Mails gecheckt, Peyton? Du kriegst nachher unser Telefonat. Kannst dich dran erinnern. Ach so, ja. Chat, ich bin Ist ganz auf dem ehrlich, ich Weg habe zu keine dir. Ahnung, wer das hier ist. Okay. Keine Ahnung, ganz ehrlich, ich bin komplett raus. Aber ich stelle mich einfach dazu und tu so, als wäre das hier Dankeschön. sich richtig nett. Dafür nicht. I don't know. Mein Gott, was ist hier los? Buenas tardes. Guten Guten Tag. Tag. Was ein schöner Ich Tag, höre ne? einen Bus. Oh mein Gott. Ist der gerade über Ja, den wir werden. Hydranten gefahren? Natürlich. Ein Hoch auf unseren Kann mal jemand Busfahrer. das Wasserwerk anrufen? Ah, schon vorbei. Ach, Ja, die Sicherheit Notfalleinrichtung hat gegriffen. Warum? Warum? Aber nicht gleich singen, ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ja. No. Deswegen fahre ich Der keinen Bus in Busfahrer dieser ist für Stadt. die da, um die Leute wieder nach unten zu bringen. Also ein Ich kann das Gelenkbus nicht ist so auch gut einfacher, heißen. muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Bus ist jetzt gewaschen. Also ich kann noch zwei Neuankömmlinge mitnehmen, da müssen die nicht Bus fahren. Ich nehme einen mit. Ich reiß Peyton, ihr wollt bitte mitfahren. Du willst doch bloß zwei neue Richter oder Staatsanwälte angreifen, Nee, ihr abgreifen. wollt bloß zwei neue Staatsanwälte. Ladies mitnehmen. Staatsanwälte. Zwei neue Hallo? Ladies, er will Nein. direkt Ladies sehen. Bin hier rein beruflich, um Staatsanwälte zu suchen. Ja, genau. Natürlich, Peyton. Man kennt ihn. Ich bin der Weihnachtsmann, weißt du? Natürlich, Peyton, man kennt ihn. Ja, Antonov, damit das Personal qualitativ besser wird, bist du ja nicht mehr Staatsanwalt und ich suche neue. Ja, Peyton, Damit und das bist du noch Personal Richter? qualitativ besser wird, holen Sie die Staatsanwälte direkt vom Flughafen ab? Ja! Das ist wie die Gangs, das ist wie die Gangs ziehen den Leuten am Flughafen direkt Schuhe an. Ja, also Staubsauger. Wirklich? Naja, aber Warum vielleicht ziehen steigt da denn ja die jemand Gangs aus, der den vorher Leuten am schon Flughafen Staatsanwalt zu war und dann kommen muss die man schon barfuß den an, Mann oder was? Ja. So, im übertragenen Sinne Schuhe an, so für die Nein, Läufer. Ich warte muss schon, das ist tatsächlich schon der das erste Chaos hier unten Autobus. nochmal angucken. Du willst, dass dich wieder ärgern darf, Peyton.
Warum engagieren Gangs Läufer? Ist das ein Sportclub oder was? Vielleicht, ja, das hängt, vom, das hängt natürlich vom Club ab. Herr Rera, ich hab's auch nicht verstanden. Jetzt hören Sie auf zu fragen. Das nächste Mal ich bin der direkte Typ. Der direkte Rera. Ist doch gut jetzt. Manchmal müssen Sie sich bei Humor einfach fühlen. Hey, caramba. Das ist eine subjektive Sache. Tee. Stehen Sie sowas? Tee. Das ist gut. Voll verworre. Ich traue mich da gar nicht reinzugehen. Also, ne? Also ich würde sagen, bevor die Judikative tatsächlich gut wird, dann müsste da so eine Person erstmal den Platz räumen. Das sagen Sie jetzt so ganz mutig, während der Peyton weg ist, oder? Das hat ja Herr Peyton ins Gesicht. Sagen Sie das aber sehr, das ist aber... Also, ich bin dafür, dass der Herr Sunderland seinen Stuhl mal räumt. Wieso? Haben Sie das nicht gestern mitgekriegt, was der da... Das mit dem Verbot von schwarzen Fahrzeugen an Sonntagen? Genau. Bitte, an was? An Sonntagen was? Dürfen kein. Da war irgendwie für 2 Stunden oder so war ein Beschluss in Kraft, dass an Sonntagen keine schwarzen Fahrzeuge mehr auf Straßen gesehen werden dürfen. Oh oder ja. Gefahren werden dürfen. Und bei Zuwiderhandlung wird eine Strafe in Höhe von bis zu 1.850 Dollar. Ach, 1.870. 870 Dollar. Herr Peyton, mit Verlauf, brauchen Sie Crystal Meth in aber nein, Schicksal? Nein, aber ja, Sunderland. Eben, und Sie müssen ja den Kontext verstehen. Ja, der Sunderland, war den Zahlen gucken. Der Sunderland war in den Washington, um das Legalisierung von Marihuana also weiterzubringen. Ja. Die Washington sagten, okay, können wir machen, wenn ihr euch aber auch die anderen Gesetze aneignet, von Arizona, glaube ich, war es. Colorado. Oder Colorado. Und da ist halt das auch ein Gesetz, genauso wie, dass man an Sonntagen keine Lackschuhe tragen darf. Okay. Das waren die Bedingungen. Darum und wie sieht es mit Steinigung aus? Ist das dann auch wieder cool? Kommt drauf an. Nee, aber das ist halt der Kontext. Und durch Einübung der Bürger, genauso wie einigen freien Rechtsanwälten plus Unterstützung Fleming, wurde es dann schnell revidiert. Ja, ich habe mit der Fleming gesprochen und Fleming und ich waren uns beide der Meinung, dass so ein Beschluss nicht tragbar ist. Und somit hatten wir halt mit 66% der Richterschaft die Meinung für ein Nein. Auch wenn getan ja hätte es ja eh nicht. Herr Karnes hat ja geschrieben, dass alle seine Rechnungen er bezahlt. Ja, das ist uns ja egal, wer die Rechnung von Strafen bezahlt. Hauptsache, sie werden bezahlt. Das Ding ist halt, so viele Autos sind, wenn man sie beim Händler kauft, direkt, also wenn man alle die kauft, so sie sind Werks, ja alle, sind werkseitig ja alles Spaß. Vor allen Dingen ist es... Sie wollen mich beschränkt nicht veralbern. Es gab einen Beschluss. Ja, können Sie auch mal. Gucken Sie im VNet. Wie nett beim Department of Justice. Genau. Ja, ich habe auch gesehen gestern, ja, ohne Rücksprache mit anderen Kollegen ins Leben gerufen und der Fleming und ich waren uns einig, dass das Ganze eine Beschneidung von Grundrechten der Bürger ist. Ach du Scheiße, da steht das wirklich. Ich war auch kurz verwirrt, als ich das gelesen wirklich habe. Ich war kurz drauf dran, schon den Beschluss zu löschen, aber ich dachte, wegen der Historie der Justiz muss das eigentlich ein Denkmal bekommen und online bleiben. Mit dem heutigen Tag ist es verboten, ja, an Sonntagen mit schwarz lackierten Fahrzeugen zu fahren. Ja, ich meine, er ist ja widerrufen, aber man kann ihn ja online lassen, um sich dran zu belustigen. Ja, also ja, man also belustigen ist da... ist ein gutes Wort. Ich selber gedacht, wir fahren schwarzen Fahrzeug auch an Sonntagen weiterhin gefahren, also... Ich glaube, Herr Lentsch hat wirklich gedacht, wir verarschen ihn. Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt gewesen. Aber das steht da wirklich. Solche Sachen mache ich keine Witze. Hä? Das war wirklich ein Beschluss. Aber sehr oberflächlich, ja? Was ist, wenn mein Auto ist schwarz foliert? Ist verboten. Nein, es steht nur drin, schwarz lackierte Fahrzeuge. Das heißt, das muss man nachweisen, welche Farbe unter der Folie ist. Die Begründung von Sunderland ist, wenn man Sonntagen zur Kirche fährt, ist es ein erhöhtes Risiko, weil sich das Auto aufheizt. Was? Ah ja. Ich glaube, der saß zu lange am aufgeheizten Auto. Gab es diesbezüglich personelle Konsequenzen, oder? Es kam direkt von Washington, da ist es schwierig mit Personal. Kam von Washington unter dem Namen von Sunderland. Wir wollen mir jetzt nicht sagen, dass da gerade ein Richter im Amt ist, der einfach sagt, heute sind schwarze Autos nicht erlaubt. Wie gesagt, es kommt von Washington, nicht von Sunderland direkt. Wie? Naja, was? Aber Washington hat nicht uns verpflichtet, das zu machen. Washington hat gesagt, wenn ihr die Legalisierung von Marihuana wollt, müsst ihr das tun. So. Und Fleming und ich sind aber dann der Meinung, dann lieber keine Legalisierung von Marihuana. Warum sollte man Marihuana legalisieren? Der sprachlos. Wir haben Mediziner vor Ort, also. Bin verwirrt. Ich verstehe wirklich nicht gerade, was das.
Das war ein Sander in der Original. Soll ich Ihnen einen Termin mit Herr Fleming machen? Nee, bitte nicht. Oder ein Termin mit Herrn Sunderland, um die Gründe heraus. Das will man nicht. Die Diskussion habe ich gestern geführt, das wollen sie nicht. Ja, ich habe die auch gestern geführt. Ich bin davon leider verschont geblieben. Leider, ich habe gestern die Verhandlung, meinen Sie gestern? Nee, sie sind froh, dass sie nicht da waren. Die wurde eh verlegt. Nee, die Verhandlung war super. Gibt es da schon einen neuen Termin? Bombe. Ja, nächste Woche Samstag. Ah, okay. Einfach um eine Woche verschoben. Ja, die Verhandlung ist echt ziemlich langweilig gewesen. Man musste von Anfang an, wie es ausgehen wird. Der bekommt eine kleine Strafe und dann sahen die dem Kläger richtig ab. Glaub nicht mal, dass das nur bei einer kleinen Strafe bleibt. Aber das ist irrelevant. Die Nebenkläger können Forderungen, ich glaube, das sind einige hunderttausend dann im Raum. Durch Verdienstausfälle plus Schmerzensgeld von über 8 Wochen. Nur über 8 Wochen sind hunderttausender Beträge nicht gerade mal ungerechtfertigt. Eben. Plus Schmerzensgeld, mehrmalig wurden die Person angeschossen, entführt. Genauso, das Geschäft konnte nicht öffnen durch den Druck von Herrn. Wo bleibt der zweite Bus? Bei den Leuten, die das interessiert? Nee. Und da seine eigenen Aussagen ein Privatvermögen von 2 Millionen Dollar hat, kann er nicht sagen, er hat das Geld nicht zu zahlen. Was? 2 Millionen? Ja, wird doch offengelegt. Seine Privatvermögen durch private Firmen und sein Vermögen. Er hat doch ordentlich viel Zitronen verkauft. Ja, und halt seine 20 bis 30 Fahrzeuge, ne? Entschuldigung? Wir reden von einem Priester? Ja. Man bereichert sich nicht als Priester, man ist neutral, ist für die Bürger da. Also das ist alles, aber also das erinnert mich an ich hörte, in Europa gab es mal auch so einen Bischof, der hat sich so eine Prachtbootze dahin gezimmert. Ja. So eine goldene Badewanne, das sehe ich mich schon. Also wenn es solche Verdienste gibt, dann glaube ich an alles. Seine Einnahmen kommen ja von anderer Seite. Von Zitronen. Hey, in Europa haben sie 1300 das auch gemacht. Da haben sie gut verdient. Ja, Herr Sullivan. Boah, der telefoniert aber echt den ganzen Tag. Ey. Das ist normal. Das ist tatsächlich normal in einer Staatsbehörde, dass er viel telefoniert. Oh ja, schlimm. Leider. Ich kannte das auch. Herr Antonov, haben Sie denn schon Neuigkeiten zu unserem letzten Besuch unten in den Zellen? Nein, die sind unfähig und kriegen mal wieder nichts auf die Reihe. Ach, ja, lass nicht drüber reden. Ja. Hey, Herrera. Nee. Fahren Sie ein schwarzes Auto? Nee. Tja. Black Cars Matter. Ich weiß auch nicht, was das für eine Size soll, ne? Als ob sich jemand, als ob ich meine Size rostige Emperor lackiere, ne? Ja. Verstehe ich jetzt auch nicht. Nee. Das scheint wohl irgendwie. Ich habe übrigens. Ja, sagen Sie ruhig. Nee, ich hatte nichts Besonderes zu sagen. Ich war gestern bei der Verhandlung von der Kirche und diese eine Frau, auf die wir haben aufgepasst. Ja. Und die Kirche wurde vertreten von Herrn Unger. Ich wusste gar nicht, dass er auch Rechtsanwalt ist. Ja, der ist ja auch nicht mehr unser Anwalt. Und nach dem gestrigen Abend, ich sage Ihnen, wie das ist. Ich habe gestern eine Stunde im Gerichtssaal verbracht und ich habe mit Herrn More so sehr gelacht, als hätten wir die schönste Comedy-Film gesehen aller Zeiten. Herr Unger ist so unfassbar unfähig, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Der andere Anwalt, der hat ihn innerhalb von 5 Minuten so heftig in den Arsch geschickt, dass der wusste gar nicht mehr zu sagen. Der war null vorbereitet, wirklich, der hatte überhaupt gar keine Ahnung, der hat nur vor sich hingestammelt und war komplett überrannt und das war ganz schlimm. Was? Dann bin ich zu ihm hingegangen nach der Verhandlung, habe ich gesagt, Herr Ungern, herausragende Leistung, haben Sie eventuell eine Karte für mich? Und dann hat er sich bei mir bedankt. Aber das war wirklich das Schlimmste, was ich habe je gesehen. Ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar ist da drin irgendein so komischen Typ, der will irgendwas mit Doktorarbeit und so und höheren Gesellschaften und bla. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Hä? Aber der will irgendwie einen Job haben und dann wieder doch nicht und nee, keine Ahnung. Nehmen wir nicht an, ist uns egal. Okay, sag ich dem, ja. Ja, wie kommt der denn jetzt zu uns? Keine Ahnung, der hat gefragt, für wen wir arbeiten. Da habe ich gesagt, können wir keine Auskunft drüber, kann ich ihm leider keine Auskunft drüber geben. Wir sind Personenschützer, habe ich gesagt. Ja.
So, und dann wollte er wissen, wo wir arbeiten und so. Und ja, hab halt nichts rausgerückt, ne? Ja, und dann erzählt er mir irgendwas von Doktorarbeit und mit höheren Gesellschaften. Ja, ja, das ignorieren wir. Ja gut, aber okay, wir kennen doch einen promovierten Professor. Warum haben Sie nicht weitergeleitet an Dr. PPG? Ich bin einfach ans PD verwiesen. Sehr gut. Dr. PPG. Am besten, wenn das abgekürzt ist. Dr. P.P.G. Stimmt. PPG. Finde ich auch gut. Ja. Aber das mit dem Ungar war gestern absolut köstlich. Also wirklich absolut köstlich. Haben Sie ein paar Zitate für mich? Oh, ich weiß nicht, ging damit los irgendwie, dass die... Ich glaube, die Dame hat die Kiste verklagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und das ist ein Strafprozessfall, auch wegen Schüssen und so. Und die sollten anfangen, also die Verteidigung von die Frau, die haben gesagt, oh, wir übergeben das erstmal an die anderen, soll die erstmal anfangen. Was ein sehr kluger Sachzug ist, weil die dann reagieren können auf das, was von Herrn Unger hätte gekommen sein. Ja. Und Herr Unger, und an diesem Zeitpunkt war Herr Unger schon Sachmat. Weil Unger zuerst reden musste? Er war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Aber dann ist die Gerichtsverhandlung leider abgebrochen worden. Der Richter musste irgendwie den Saal verlassen, dann kam ein Ersatzrichter. Und da haben sich aber beide Parteien darauf geeinigt, dass die Verhandlung wird nicht weiter stattfinden, sondern vertagt. Aber wir wissen nicht, warum er musste das Haus verlassen. Irgendeiner sagte vielleicht Gefahrenlage etc. pp. Ach du meine Güte. Und ich habe gestern Senior Kovacic kennengelernt und Nummern getauscht. Ja, dem habe ich ja ins die Nachricht gegeben, dass das Angebot für sein Polizeidepartement am Montag kommt. Wir tauschen sie die Logos aus und dann werde ich das so transportieren, dass die Kernaussage ist, wir haben einmal ein monatliches Angebot aufgrund der ganzen... Also das... Am besten ich transportiere mir das auch noch mehr oder weniger persönlich, erkläre das vorher und schicke mir das dann rüber. Okay. Ja, wir hatten das ja Herrn Braun jetzt schon erklärt, dass das genau Teuerste bei der ganzen Sache die Ersteinrichtung ist. Und auf lange Sicht gesehen rentiert sich das eher. Ja, natürlich. Also leiten Sie das direkt weiter? Ich leite das dann persönlich weiter, ja. Ah, Sie, okay, perfekt. Auch mit dem Verweis darauf, dass das von Ihnen kommt, ist ja auch Ihre Unterschrift drunter und so weiter. Ja, ja, Sie, der weiß Bescheid, wir haben gestern darüber gesprochen. Ah, fantastisch. Und dann können wir vielleicht Dienstag, wenn die möchten, können wir dann nochmal einen Termin machen oder so, wenn es passt. Ja, hier habe ich mich umgesaut, hier ist tatsächlich nichts Brauchbares dabei, in der unmittelbaren Nähe. Da hinten ist das Lizenzamt, steht auch ganz groß drauf, aber nichts in unmittelbarer Nähe. Ne? Ja, nee, es würde dann, Mirror Park macht natürlich auch Sinn von der Distanz. Und wir verweisen dann einfach darauf, dass da ein Kunde ist, denke ich. Ja, Sie. Können wir jetzt bitte nochmal hinfahren und genau angucken, was da so noch ansässig ist. Wie lange soll der Ganze hier gehen? 17 Uhr, aber wir setzen uns jetzt gleich mal ab. Ich sag Busch Bescheid. Aus. Okay. So, wir setzen uns jetzt kurz ab, weil wir noch ein paar Sachen besichtigen müssen. Ne? Okay. Ich lasse Hotch hier, der wechselt dann immer mal durch, wenn irgendwelche Sachen sind. Ansonsten anrufen. Wir sind im Funk. Wir sind auch im Funk, ne? Ach ja, genau. Bin ich auch. Rechnungsstellung. Rechnung, wenn der Herr Kreuzer nach der Rechnung fragt, dann sagen Sie, dass das noch gemacht wird, dass das jetzt gerade keiner übernimmt, sondern dass dann noch jemand auf ihn zukommt. Und dann rechnen Sie bitte die Stunden, wie lange das hier lief. Ich denke mal, 1-2 maximal. Alles klar. Ja, also wir machen heute keine Rechnungsstellung, sondern das nächste Mal, wenn wir ihn erwischen. Okay, machen wir so. Super. Gibt. Wohl irgendwie 70% günstiger als... Hodge? Ja. Herrera und ich haben jetzt noch ein paar Termine. Und Sie bleiben hier am Ball und wechseln immer mal wieder durch, ja? Ja, machen wir. Für Sie zur Info, Rechnungsstellung für Herr Kreuzer ist nicht heute, wenn er fragen sollte, sondern das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, im Laufe der nächsten Tage. Okay. Alles klar.
Merken Sie sich die Zeit ungefähr, wie lange Sie hier waren? Es wird auf 2 Mitarbeiter hochgerechnet, aber nur, damit wir ungefähr eine Uhrzeit haben. Ja. Ja. Okay. Super, bis später. Jo, bis später. Sind Sie wieder in der Fahrzeug hier? Entschuldigen Sie mal. Der Herr im Lachshemd. Was kann ich für Sie tun? Ich habe vorhin, glaube ich, mit Ihren Mitarbeitern gesprochen. Und die wirken sehr geheimnisvoll. Und ich habe hier gerade gesehen, dass, beziehungsweise gehört, wie Sie als Chef von Schwarzwasser angesprochen wurden. Und ich wollte nur fragen, ob Sie der Chef auch sind. Einfach weil dieses anonyme, sehr geheimnisvolle Auftreten Ihrer Mitarbeiter war sehr beeindruckend, möchte ich sagen. No comprende, señor. Okay, ich verstehe. War kurz davor, ihm mein Zauberstab zu zeigen, ne? Naja. Lieber nicht. Mirror Park? Wir fahren erstmal zum Mirror Park, ja. Gut, Navigation. Stellen, so. Oh, let's go. War das dieser komische Psychiater-Typ, von dem Hotz eben gerade hat gesprochen? Ja, anscheinend. Keine Ahnung. Komische Leute. Ach ja, sie. Der Unger. Ich glaube, der Mohr hat nämlich noch erzählt. Ja? Der Mohr hat nämlich noch erzählt, er war wohl nach dieser Verhandlung noch in die Nähe von Herr Unger und von diesem einen Herrn von dieser Kirche. Ja. Also sein Mandant. Und sein Mandant hat selber zu ihm gesagt: Herr Unger, bei einem Anwalt wie Sie wusste ich, dass es nicht sein muss, dass man sich auf einen Prozess wie diese vorbereitet. Ich glaube, weiß ich nicht, ob der noch Aufträge kriegt. Ja? So schlimm? Der war wirklich sehr schlimm, ja. Also das hat überhaupt keine Sinn ergeben gestern. Und ich sage Ihnen, ich habe von die ganze Zeit so überhaupt gar keine Ahnung, ne? Hm. Ich fahre so gerne mit Tempomat, ja? Angenehm, ja. Das ist die beste Erfindung, die jemals jemand hat gemacht. Tempomat. Der Tempomat ist doch nicht die beste Erfindung, die jemals... Was ist mit Antibiotika? Antibiotika? Naja. Was bringt dir der Antibiotika im Autofahren? Naja, aber Sie sagen die beste Erfindung. Wenn wir jetzt von der besten Erfindung des... Nein, ich rede jetzt die beste Erfindung, was in Sachen Auto hat jemand gemacht. Nee, da bin ich ganz klar für Sitzheizung. Sitzheizung? Natürlich. No, das mache ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, mir brühen die Cojones, ey. Tempomat. Das ist nicht gesund für die Fruchtbarkeit. Ja, wenn Sie das... Ja, natürlich ist es nicht für die gesund für die Fruchtbarkeit, wenn das auf 5000 Grad hochgestellt ist. Ab 41 Grad denaturiert Eiweiß, hä? Was ist denn denaturiert schon wieder? Denaturierung. Löst sich denaturieren. Auf? Denaturieren. No, es wird steif wie Schlagsahne, hä? Das sage ich Ihnen aber, das würde ich merken. Die. Da wird alles abgekocht. Da ist nichts mehr, da bewegt sich nichts mehr, hä? Tote Masse. Da muss man aufpassen, hä? Jetzt haben Sie mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich mache meine Sitzheizung jetzt aus. Machen Sie die lieber aus. Wir haben 15 Grad draußen. Sie können doch nicht die Sitzheizung anmachen. Doch, natürlich. Beim Schäfter, bei dieser Schäfter-Variante macht man die Sitzklimatisierung und die Sitzheizung gleichzeitig an. Ich habe mal ein Auto gefahren, der hatte für Beifahrer und Fahrer unterschiedliche Klimazonen. Mhm. Und ich habe auf Fahrer habe ich gemacht auf Ultra Low und bei Beifahrer habe ich gemacht auf Ultra High. Und ich habe nur gewartet, dass in der Mitte sich Blitze bilden. Ne? Aber ist nichts. Aber ist nichts passiert. Kein Regenbogen gewesen oder so? No, nichts passiert. Ich wollte ein Unwetter erzeugen, aber nichts passiert. Einmal wie der Donnergott fühlen, ne? Ja, da gibt's ja auch diese 4 Klimazonentechnik. Da geht das erst. Ach du herrliche Scheiße. Hinten rechts, hinten links dann noch. Das ist ja fatal dann, ne?
Ach ja. Safter. Gemütliches Auto, ne? Ja, oder? Könnte man sich dran gewöhnen. Wollen wir Amerikaniker, wir fahren 130 km/h. Ja, das liegt aber auch an ihrem Tempomat. Ah ja, wozu schneller fahren, ne? Ja, schön, na, dass das mal jemand uns an den Toyota auf die Straße. Schön, dass mal jemand an den Spritverbrauch denkt. Ich sage, wie das ist, sobald ich mein Geld zusammen habe, mir kommt kein Verbrennerfahrzeug ins Haus, ne? Was wollen Sie denn holen? Ich bin der nachhaltige Herrera, ne? Ein Elektrofahrzeug natürlich. Ja, aber was wissen Sie denn überhaupt, was mit den Batterien passiert, wenn das wegkommt? Oh, jetzt fangen Sie nicht aus wie der Untermeier, eh? Der hat genau das Gleiche gesagt. Oh, Gustavo, die Alpen, aber die Batterien, ne? Naja, das wird auch. Wissen Sie, wie lange Sie ein Elektrofahrzeug fahren müssen, bis das sich aufhebt in der Klimaneutral. Also bis das klimaneutral ist? 2-3 Wochen? Was? Doch nicht 2-3 Wochen. Wie viele Kilometer wollen Sie? Da müssen Sie schon 40.000 Kilometer runterreißen. Aber für meine Gefühle ist trotzdem besser ein Elektrofahrzeug. Irgendwas Kleines, Schnuckeliges. Wir brauchen nichts Großes. Untermeier ruft an. Lensch. Hallo, ihr Lensch. Hm? Wo sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Wir sind gerade unterwegs, eine Überprüfung von 2 Gegenden machen. Mirror Park und einmal dann noch im City Mall. Wieso? Achso, ja, ich wollte nur fragen. Ich bin nämlich auch gerade zum Hito Inn gekommen. Achso, ja, da können Sie mit Cooper oder Hodge quatschen. Die sind da irgendwie auch noch abwechselnd. Okay, ja, ich hab schon gesehen, aber ich will die nicht stören. Naja, nee, Sie stören die nicht. Alles gut. Ja, okay, alles gut. Ui, gucken dann, Sie mal. Wenn Sie später Zeit haben, dann will ich gerne nochmal kurz mit Ihnen sprechen. Kein klar, kein Problem. Bis später. Ja, danke, tschüss. Was ist das denn hier? Der Jeep sieht ja gut aus, hä? Was ist das hier? Verkaufen die das oder ist das... Anni, gucken Sie das Tor, da kann man reingehen. Fahren Sie mal rechts ran. Was ist das denn? Sieht aus wie irgendwas Militärisches, hä? Ja, total. Ist abgeschlossen. Ich dachte, die verkaufen das. Interessant. Militärfahrzeuge. Wie? We in the army now. Now. Hab ich so aber noch nicht gesehen hier. Ist das... Nein, ich bin so gut wie nie hier in dieser Gegend. So, Moment, hier oben. Bestimmt hier vorne irgendwo geradeaus. Doch hier, also wo die Apotheke ist, weiß ich. Hier vorne ist Securusurf, so, wir müssen mal gucken, was noch hier so ist. Viele Getränkeläden. Medical Marijuana. Oder? Mirror Fashion. Moment, der Moretti? Die? Da, der Moretti sitzt da drin. Und dem mit dem Blauen, mit der Markise. Da ist der Moretti-Events drin. Okay, das ist großartig. So, hier vorne ist ein Werkzeugladen. Mhm, sie. Aber das ist auch zu weit weg. Wir müssen unmittelbar in den Gebäude. Wo ist denn der? Direkt hinter Moretti. Kommen Sie. Also das wusste ich nicht, dass der das ist. Das ist natürlich perfekt. Na, dann ist Moretti doch unser Ansprechpartner. Ja, wenn Sie sagen, Sie haben da Bezug zu. Und ich glaube, so eine Eventfirma, die braucht auch IT-Spezialisten, ne? Wir müssen dem das halt ganz, also günstig anbieten. Okay.
Wir können auf jeden Fall noch gucken, wo noch woanders was ist. Hm. Oh, ist das eng hier, vorsichtig, ist da ganz schön schmutzig. Naja, ich kenne die Richtung, das war unser altes Büro hier. Das war das alte Büro? Naja, hier vorne, da wo Sekirosa auf drin sitzt. Ach was, naja. Sind die direkt eingezogen da? Ja. Kommen Sie. Ach. Ach, hier hinten. Oh, das ist natürlich mit dem Parkplatz. Ups. Aus diesem Bretter gebaut als gedacht, ja. Also mit dem Parkplatz hier hinten ist das natürlich eine zugängliche Katastrophe. Hollas. Haben Sie auch Lieferparkplätze? Also für Zulieferungen, Abholung? Nein? Ach ja. Okay. Hat sie nicht, ja. Die bringen das hier anscheinend immer in Kisten rein. Das ist natürlich. Aber gucken Sie mal hier. Ah, die Beans. Ich weiß nicht, hat der Laden auf? Nicht, dass wir hier Ärger bekommen. Nee, der hat zu. Der ist geschlossen, schon eine Weile. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja? Naja, der ist halt leider leer. Also hier arbeitet niemand. Aber wir könnten halt sagen, dass wir hier einen Auftrag bekommen haben, das infrastrukturtechnisch vorzubereiten. Das heißt, wir setzen uns hier einfach hin und nehmen uns diesen Laden als Kunden und bieten das dem nächsten Untermieter inklusiv an. Schön. Weil die hintere Tür ist perfekt. Man könnte vielleicht da den Service-Rank hinstellen. Perfekt, ja. Und dann könnte man einfach von hinten einfach nur einen weitergehen, ne? Wir machen einen Auftrag für die Cool Beans hier. Diese Infrastruktur, geben das an die Stadt und sagen, dass wir gerne dafür sorgen würden, dass dieses großartige Geschäft nicht länger leer steht und bieten dann unseren Service im Rahmen der Mietzahlung so mit dazu an. Das heißt, die Stadt hat die Möglichkeit, uns eine Abfindung zu zahlen, eine ganz kleine, und wir haben dafür alles hier schon ausgerüstet für besseren Wi-Fi-Schutz und so weiter. Weil hier wird ja auch überall WLAN sein für die Kunden. Ja, sie müsste eigentlich sein, ne? Wobei der Moretti wäre tatsächlich besser, ne? So echte Hand, also wirklich so belebte Firmen wären tatsächlich besser. Glauben Sie mir, der Moretti ist nicht belebt. No? Nee. Da ist niemand jemals. Wir können doch mal vorne zaubern, was da noch so ist. Mein Gott, sie kommen aber auch wirklich nicht. Ah ja, fantastisch. Ich möchte ein bisschen Sport treiben, ne? Die Tankstelle könnten wir in Erwägung ziehen. Wobei das alles immer so alles weit weg ist, ne? Bei der anderen Geschichte ist halt der Vorteil, dass das ist alles, können wir gleich auch nochmal hinfahren, Mega Mall. Also ich würde sagen, Cool Beans oder, also Cool Beans an die Stadt oder Moretti für ja, da ist noch. Oh! Gott sei Dank, Schlangen. Also Gott sei Dank habe ich ein Insekt, ne? War eine Wespe. Ja, war der Hornisse, war das. Und sie boxen die direkt. Ich sehe schon. Sie haben keinen Spaß gemacht. Faust ist das Effizienteste bei den Insekten, ne? Das war, sie haben wirklich keinen Spaß gemacht. Sagen Sie mal, was ist denn los? Ja, beruhigen Sie sich. Die scheint wirklich hartnäckig zu sein. Hier muss ja irgendwo ein Nest sein, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Was ist hier haben wir noch? Hier sind noch. Das ist die Beans-Sache. Ja, hier ist ein Schlüsseldienst, glaube ich, oder sowas da unten. Ja, das ist ein Taschenladen. Taschenladen, Schlüsseldienst. Wie?
Sie müssen sich mal entspannen, Herr Rera, ehrlich. Sie die ganze Zeit so durchdrehen wegen der Wespe. Wer hätte das gedacht? Ja, das sind, wenn die dich einmal pixen, ne? Ja. Was ist? Das ist Sekumo, das ist unser altes Büro, ja. Ich glaube, Sie müssen sich um eins bannen, ne? Das ist unser altes Büro. Gucken Sie, die haben auch Free Internet. Ja, ja. Klar. Mhm, sie, verstehe. Aber wollen wir das andere nochmal anzaugen? Ja, ja, da müssen wir zum Megamall. Ding. Navigation. Einmal kurz Tempomat und let's go. Darin, dann auch eine schöne Gegend, eh? Finden Sie? Ich hatte hier mein erstes Haus. Ah, ich tatsächlich auch, da unten, ja. In so einem Finger. Ich hatte da links von uns in einem Finger. Komm, ich zeig Ihnen mein erstes Haus, ja? Naja. Da werden wir mal ein bisschen privater, der private Herrera. Ein bisschen kennenlernen. Wird ja alles noch gebaut. Das war wirklich ein Schnäppchen, aber ich habe dann damit doch für eine größere Haus entschieden. Hier, gucken Sie, in diese Häuser. Schön hier. Ah, hier ist wirklich schön. Sie, das war mein erstes Haus hier. Echt? Sie. Das ist doch und wissen Sie, was das Witzige an dieser Sache ist? Dieses Haus und dieses Haus links daneben sind identisch aus von außen, oder? Ja. Und es zeigt sich nur in die Größe von den Garten. Mein Haus hat $350 am Tag gekauft und das Haus links daneben kostet $650. Können Sie sich das vorstellen? Naja, dann irgendwie Ölbohrungen da gemacht werden können? Hat man da irgendwie sowas? Ich glaube, die Grundstückspreise in Los Santos sind einfach explodierend hoch. Aber schön da hinten mit den Bergen. Hier wird auch noch was gebaut. Muss ja auch genug da sein für die ganzen Leute, ja. Die? Sind ja auch wieder neue dazugekommen heute, wie wir eingereist, ja? Ja. Ach ja. Was für ein gemütlicher Sonntag. Bis dato wirklich sehr entspannt. Sie. Ich war noch nie in der Megamall, jetzt bin ich ein bisschen gespannt tatsächlich. Ja, ich habe mich heute auch das umgeguckt. Ich war schon 2-3 Mal da in den Klamottenladen, aber heute habe ich mich tatsächlich mit einer ganz anderen Spirit angeguckt. Mhm. Weil wie gesagt, wenn wir da an diesen Hotspots Kunden haben, haben wir schon gewonnen. Natürlich brauchen wir noch viele andere Kunden, damit es nicht immer nur auffällt, dass wir in dieser eine Kundin sind, aber... Ja. Streuen, wir müssen streuen. Wie ein Winterdienst, ne? Und Sie sprechen von irgendwelchen Heizungsproblemen hier. Jetzt wird mir wieder kalt. Ja, komm, machen Sie sich den Eierwärmer auch gerne. Na, jetzt, Sie haben mich auch verunsichert. Ist eh Ihr Fahrzeug, Sie können die Knöpfe drücken, wie Sie Bock haben. Ich habe Radio angemacht. Oh. Klassische Musik, hä? Klassische Musik. Ist das Beethoven? Ich weiß gar nicht, was ist das Radio? Es läuft einfach. Ja. Klingt wie Beethoven, ne? Großartig. Wo geht man hier rein? Hier durch die drei Türen jeweils. Ziemlich groß. Alles, was man braucht. Ja, und die Städte sterben aus, ja? Durch sie.
Hier ist eine große Supermarkt. Ah. Findet man hier eigentlich auch unser... Ja. Wissen Sie das zufällig, wo das ist? Ja, habe ich heute auch gesehen. Zeigen Sie mal. Da gehen wir ganz zum Schluss hin, dann zeige ich nämlich was. Ah, okay. Was ich nämlich im Kopf habe. Also das ist das erste Unternehmen, Supermarkt. Geldautomaten vorhanden, ne? Damit man ganz schön Geld ausgeben. Ah, Klamottenladen. Hier vorne ist ein Klamottenladen. Der nette Typ hier tatsächlich. Ich habe heute einen Anzug hier gekauft. Ah, schön. In Grau, Mausgrau. Mausgrau? Buenos tardes, amigos. Ah, was würde ich für so eine Bart geben, ne? Sehr voll. Schöne Laden. Schöne Laden. Team, gehen wir weiter. Da vorne ist dieses Soladen, von dem habe ich gesprochen. Hey, Canis. Jung, sportlich, erfolgreich. Ja, ich will auch irgendwann so eine verdammte. Bei mir soll stehen Gustavo Herrera. Jung, brutal, gut aussehen. Olas. Hey, hier war ein Landsmann arbeitet hier. Hä? Ah, hier kann man Schuhe holen. Ah, das ist der Laden. Hier gibt's Sigiletten. Ja, stimmt, das steht doch hier auf die Kartons. Und Sigiletten das Original. Sigiletten das Original. Zick. Zicki, Zicki. Oh, der kostet ja ein Vermögen. Zickilette. Was bedeutet das? Zickilette. Sigi, das ist sein Vorname. Sigilette. Sigi. Das Original. Ah, si. Wir sind ja super viele Sigiletten. Stimmt, und Socken. Seine Aushilfe wirkt nicht so wirklich vertrauenswürdig. Was ist denn, was sagen Sie zu solchen? Was sagen Sie? Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Zoe. Mhm. Na, das Bild. Ich weiß nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch solche Zoe. Wenn ich bin in einem Freibad, dann trage ich gerne solche Zoe. Aber ansonsten, ich sage, wie es ist. Am liebsten fühle ich mich so, wie ich jetzt bin. Ich bin auch privat in so sicke Klamotten. Ja, es ist halt auch, irgendwie fühlt man sich dadurch besser, ja. Ich fühle mich besser, so wie ich bin, ne? Ich laufe auch gerne mit Zoe zu Hause rum. Hm. Was will der Künstler uns mit diesem Bild sagen? Billig. Billig. Ich habe keine Ahnung von Kunst, ich sage, wie das ist. Don't lose your turn. Ja, sie. Hm. Gehört das hier auch noch dazu? Ja, das ist seine Bürogebäude, seine Kaffeeküche zu sein. Hier können wir hundertprozentig was machen. Ja, weil das wäre ideal. Ich wüsste nämlich auch schon, wo wir den Server von ihm hinstellen. Und wo? Kommen Sie. Ach, hier ist auch eine Apotheke, aber die scheint aktuell geschlossen zu haben. Hm. Oh. Da wäre auch zu einfach. Ja. Ja, die Räumlichkeit ist offen, aber... Aber hier arbeitet keiner. Ja. Als ich heute Vormittag war, hier auch nicht. Kriege ich einen Anruf? Lensch? Hallo, ich bin Lensch, Kreuzinger. Ah, Herr Kreuzer, wie läuft's? Ganz gut. Ich wollte mal fragen, wie viel das heute macht für den Abend. Na, warten Sie. Also ich habe meinen Kollegen schon gesagt, dass es heute nicht abgerechnet wird, weil ich gerade auch noch auf dem Termin bin. Aber also Herr Untermeier war gerade da, der hätte es sonst auch machen können. Ja, aber jetzt, ja gut, vielleicht sage ich das in Untermeier. Kleinen Moment, sind Sie denn schon durch? Es kommt gleich noch ein Bus. Ja, okay. Aber das wird nicht mehr so viel sein. Also, wir haben ja Wochenende, da ist der normale Satz. Wir haben hier zwei Mitarbeiter gestellt, 800 pro Stunde, zwei Mitarbeiter. 1600. 3,2 wieder, ne? Moment. 3,2.
wo? Ja, Moment, nee, warten Sie mal. Oh, jetzt bin ich aber durcheinander gekommen. Das ist für eine Stunde, wir haben zwei. Das heißt, es sind 6.400. Weil doppelte Schicht 3-2 für zwei Mitarbeiter für zwei Stunden, mal zwei, weil Sonntag. Sind Sie umgekippt, Herr Kreuzer? Nee, ich guck gerade. Oh, okay. 800 pro Mitarbeiter pro Stunde, zwei Mitarbeiter, zwei Stunden, ja? 3-2 mal 2. 6-4, genau. Okay, machen wir so. Alles klar, dann sage ich Herr Untermeier Bescheid und er stellt Ihnen dann gleich die Rechnung aus. Jo. Alles klar, Dankeschön. Herr Lensch? Herr Untermeier, können Sie bitte Herr Kreuzer die Rechnung für den Auftrag heute ausstellen? Zwei Leute für doppelte Pauschale am Wochenende $6.400? Ja, das wollte ich machen, aber der Herr Cooper hat gesagt. Ja, ja, nee, ich gebe Ihnen jetzt den Auftrag dafür zu. Ah, direkt. Verstehe. 6.400. Ich habe Herr Kreuzer gerade gesprochen. Verstehe. Super. Danke. Mach ich. Gut. Auch noch ein bisschen verdient. Oh. Wow. Ich meine, wenn ich das Bild. Hin. Was denn dann? Sagen Sie mal, was da oben drüber steht. Wie Cloud. Denken Sie gerade das Gleiche, was ich denke? Könnte unser Name drüber stehen. Nicht das. Ich glaube nicht, dass deren Cloud ist so sicher wie unsere. Hä? Vielleicht haben wir da auch eine potenzielle Kundin. Bei der V-Cloud direkt? Ja, die sollen das über unsere Server laufen lassen. Müssen wir auch mit der Stadt rechnen. Mit der Stadt sprechen. Sie. So, jetzt gehen wir mal, ich glaube, das war hier. Boah, hier verläuft man sich ja. Ja, sieh, das ist riesig, oder? Absolut fürchterlich. Wo sind diese gemütlichen Tante-Emma-Läden geblieben von damals? Ach du meine Güte. Sieh. Hier sind die verschiedenen Lagerräume. Ja, irgendwo muss die Ware zwischengeladen werden, ne? Ah ja, klar. Uff. Big Joe. Ja, der spricht nicht. Der ist ein bisschen zickter. Ah, aber er vielleicht. Sein Bruder. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das ist das, wo ich würde den Server einstellen. Hier? Wie? Ja. Für das Gebäude. Macht hier am meisten Sinn. Sie. Das ist nicht zu nah am Eingang dran, nicht so weit weg. Einfach hinstellen, das Gebäude. Ja. Dann könnten wir hier die Serverwartung vorstellen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, hier noch irgendwie eine kleine Gittertor oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass irgendeiner sagt, oh, der Server steht hier so frei rum, ja. Ja, das Problem ist aber, der steht überall frei rum, glaube ich, oder? Wer muss ja zugänglich sein für eigentlich uns. Ist es egal, ja. Aber ich dachte mir, hier ist nichts verkehrt so. Es ist nicht zu nah an die Tür dran. Man kann hier dann hören die Leute in dem Mall auch nicht, wenn man hier redet und sowas. Dann können wir hier die Serverarbeit hätten vollführen. Haben wir einen Hinterausgang? No, sie. Weil dann könnten ich wir auch überlege noch nur, müsste irgendwo hier müsste ein Hinterausgang sein. Aber theoretisch brauchen wir keine Sie. In Kolumbien, wir haben immer gesagt, das Offensichtlichste ist das Offensichtlichste. No, wir haben immer gesagt, das Offensichtlichste ist das Unoffensichtlichste. Ja. Verstehen Sie, was ich will sagen mit Ihnen? Ja, Sie boxen aber auch Insekten. Sie sollten auch mal probieren, Insekten zu boxen, ne? Mit der flachen Hand. Naja. Oh. Autoteile. Alufelgen. Hier kann man hinterher raus. Ja. Ich sehe. Ah ja.
Wäre doch gut, wenn wir hier anliefern könnten. Hier könnten wir direkt vorne stehen. Ja, wie gesagt, ich denke mir immer, warum so unauffällig machen, ne? Vorne parken, zu dem Kunden gehen, am Server was machen, nochmal nach auf dem Rückweg nochmal zum Kunden gehen, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen dies, ein bisschen das, ja, in die Schwarzwasser-IT-Fahrzeuge steigen, wegfahren. Ja, ja, macht schon mehr Sinn. Unauffällig, weil sobald man es liked, dann denken sich die Leute, oh, warum slackt er, hä? Ich denke mir immer, wenn die Leute sie jetzt liken, warum slackt er, hä? Ja, das stimmt schon. Na, dann machen wir das so am besten. Ich spreche mit Telefonnummer? Ja, ja, ich spreche mit dem. Ich werde das so verpacken, dass der ja Kanzleikunde war und deswegen kriegt er auch das noch dazu. Ah, sie. Als Klient. Sie. Wo wollen wir hinfahren? Sind die Jungs schon durch? Ja, ich glaube, die Jungs sind schon durch gerade, ja. Sollen wir ins Büro fahren? Ja, bitte. Navigation. Aber das wäre ideal. Bin ich heute auch erst drauf gekommen. Ja, so machen wir das. Mit den Firmen da direkt dran. Das kriegen wir auch relativ schnell geregelt. Also mit dem Herrn Lentes spreche ich morgen wahrscheinlich. Und bei dem Moretti, da kann ich auch nochmal anrufen. Ja, und dann haben wir da beide Kontakte zu den, bei den jeweiligen Hotspots. Und idealerweise, ich weiß aber da tatsächlich noch nicht wo, will ich mir aber von den Jungs nochmal zeigen lassen, vielleicht bei am Hafen, vielleicht kriegen wir auch eine ähnliche Sache hin. Aber auf die andere Seite, wenn wir jetzt so viele Server alles bestellen für die Kunden, ich muss natürlich die Ware auch abholen am Hafen, ne? Die ganzen Server, die kommen von Übersee. Ja, dann ist das vielleicht da schon der Tarnungsaspekt, ja. Dass wir einfach sagen, dass wir da immer die Hardware abholen. Sie. Aber das mit dieser ersten beiden Unternehmen ist perfekt. Ich muss immer aufpassen, die Leute achten überhaupt nicht auf die Ampel, ne? Ja, ja. Rekte Pendejos. Hauptsache schnell fahren. Ich habe meinen Helm vergessen. Oh. Wollen Sie sich den aktuellen Bounce dann gucken? Natürlich, klar. Sieht man denn schon was? Sie. Ich habe aber keinen Helm. Ich werde nicht so sagen, wo sie kritische Stelle, ne? Achten Sie einfach darauf, dass nichts Ihnen auf den Kopf fällt, dann brauchen Sie auch keine Helm. Sie haben aber das mit den Insekten heute wirklich. Geht mir richtig auf die Nerven mit den Insekten hier. Das muss an dieses schwüle Wetter liegen, dass die auf einmal alle rauskommen und ihre Kokons, ne? Ich meine, ich begrüße ja eine gewisse Grundaggression, aber... Ich kann Insekten nicht leiden. Ich sage, wie das ist. Ich weiß nicht, wer hat die erfunden. Was hat der liebe Herr Gott dabei gedacht? Hm. Wo fahren wir hin? In die 2 direkt. Ich drücke für uns. Ja. Ah ja. Hier haben wir schon mal diese Steuereinheit. Ah ja, genau. Uff. Und wir können das ganze Controlling überarbeiten. Uff. Die Server fahren gerade so ein bisschen in Testläufe hier. Ich mache gerade einen Stresstest. Ah, ich sehe es. Das ist dann Ihr Arbeitsplatz, mehr oder weniger. Oder der Arbeitsplatz für die Serverwartung. Das ist quasi so diese... Oh, die haben ja aber einen ekligen Schimmelbefall. Das geht alles. Ja, die Server laufen nach Hochlast. Ich lasse sie seit 2 Tagen. Ich habe in der Konsole den Begriff Yes auf 1 gestellt und der rattert jetzt auf Volllast die ganze CPUs durch. Ja. Hm. Okay.
Die Tür ist dann abschließbar, können Sie mal öffnen. Müsste mit Ihrem ZIP funktionieren. Ah ja, tatsächlich. Oh, hier ist die Klimaanlage ja stark. Ja, sie. Aber das wird alles noch besser. Also, ich werde das Ganze, wie soll ich das sagen? Passen Sie auf, Sie müssen sich ablösen von dem Gedanken, dass das Ganze wird überhaupt noch so aussehen, wie das jetzt hier aussieht. Ja. Ich habe Ihnen Auftrag gegeben, weiße Salzschutz- und Feuerschutzwände. Ja. Wir werden quasi durch den Fahrstuhl da reinkommen, hier durch die Glastür. Hier komplett wird Glas sein. Glas. Und das Ganze wird sich in diese Richtung verstrecken. Wir werden die Wände da abreißen, das ganze Büro abreißen und das wird in die Richtung gehen. Ne? Wir werden quasi hier eine Wand ziehen und in diese Richtung einen Raum schaffen. Okay. Ja, das wird großartig, glauben Sie mir. Überall auch kleine Lautsprecher, wo können wir mit Durchsagen machen, wenn irgendwas ist schief gelaufen oder so. Ja. Ich finde erstmal gut, dass die Klima geht. Das ist ja sehr wichtig. Ja, sieh, das wird aber alles noch, wie gesagt, wenn erstmal die Dämmung von die Wände da ist, dann wird das ganz anders sein. Ich bin sehr gespannt. Das wird großartig, glauben Sie mir. Ich bin sehr gespannt. Ja, sieh. Wollen wir wieder einen runter? Naja. Schließen Sie ab? Sie. Ah, da sind wir wieder. Meine Güte. Was glauben Sie? Was meinen Sie? Vielversprechend, sobald das alles läuft und wir da oben unseren kleinen Produktionsraum haben, haben Sie das mit dem Schrank auch besprochen, damit wir uns umziehen können? Ich habe einen kleinen Schrank, Kleiderschrank eingeplant, ich habe eventuell zwei Lagerschränke eingeplant und sowas. Ganz wichtig, Lagerschränke, eine damit wir die Taschen nicht rumliegen lassen müssen. Eine kleine Sitzecke, damit die Jungs können sich auch mal entspannen, ja. Vielleicht können wir noch einen kleinen Fernseher reinhängen oder sowas. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, man sollte die nicht nerven, man sollte die nicht machen. Die haben ihre eigenen Rhythmus, man hat eigene Eigenheiten, die Person. Ja, 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 verstehe schon. Ich verstehe schon. Sie. Macht ja auch mehr als Sinn. Ich sehe. Na, das wird so. In der Ruhe liegt die Kraft. Hauptsache nicht fickerig werden. Das ist das A und O, was ich sage. Hauptsache nicht fickerig werden. Ja, fickerig werden. Karle sagt es so irgendwas irgendwie, dass bei denen die ganze Wohnung steht voller Tassen. So. Das, wir müssen. Ja, ja, wir müssen da jetzt. Gib keinem. Wir müssen ja ruhig bleiben. Ich habe ja heute auch schon, die Produktion ist ja hochgefahren auf, wer weiß was. Für die halbe Woche, wer weiß, was die da jetzt rumstehen haben. Ja, und vor allem darf man auch nicht überlegen, man darf auch diese Zutaten nicht einfach so. Wir sollten vielleicht tiefer reingehen. Guter Aussage. Was ist das hier immer so? Vor allem ist das auch ein bisschen, ich weiß nicht, was die Jungs haben produziert, aber das ist natürlich auch ein bisschen riskant, wenn die mit das unbedacht mit diesen ganzen Mitteln machen. Ne? Ja. Hauptsache nicht wickerig werden. Ich habe das in Kolumbien oft genug erlebt. Ne? Diese Geld und diese Giergeld und diese Lukrativität, die zerstört die Menschen. Ne? Ja, man will halt zu schnell zu viel, aber das sind dann auch meistens Leute, die noch nie Geld hatten. Ja, sie. Aber nicht immer das schnelle Geld ist das beste Geld. Ja? Und vor allem nicht, wenn irgendwas kann schief laufen und wir landen alle in den Knast. Ja? Ja. Okay. Ich würde ganz kurz ins Büro gehen und einmal die Angebote neu schreiben. Hm. Ja, ich bin heute nicht mehr so lange im Büro. Ich wollte mich jetzt eigentlich aus dem Staub machen. Ach so, dann schicke ich das. Einfach per Mail schicken. More. Ja, alles klar, machen wir so. Dann schreibe ich Ihnen das, ich schicke Ihnen das nochmal neu, dann löschen Sie die andere Mail. Und dann können Sie das morgen, schicken Sie morgen raus? Ich kümmere mich morgen drum, ja. Okay, schön. Wenn Sie einen Termin vereinbaren wollen und mich dabei haben wollen, machen Sie bitte den Termin auf Dienstag auch. Ich bin nicht 100% sicher, ob ich das morgen schaffe. Ja, ich mache morgen nur die Auftragslage, die müssen auch erstmal darüber abstimmen. Ja, schön. Ja, und dann, aber klang alles dann auch mit der Kovacic, klang sehr vielversprechend. Ja. Obwohl es dann angefangen hat, uns zu drücken und sagte, oh, aber denken Sie, wir sind eine öffentliche Behörde, wir haben nicht so viel Geld und so. Ich habe gesagt, zähl mal. Also, ich gesagt, für 96 Dollar am Tag ist das ja wohl ein Witz.
Ja, so ungefähr. Ja, was soll das denn? Da können wir ganz einfach drüber sprechen. Er hat noch keinen Preis. Ja, er hat noch keinen Preis gehört. Hm. Wobei, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Habe ich mich da überhaupt verrechnet? Warten Sie, 60.000 Dollar. 5.000 im Monat. Durch 365. Ja, das sind 164 Dollar am Tag. Ja, das geht. Ja, das geht wirklich. Also geht wirklich. Wirklich. Wenn man sich anguckt, was die ganze Zeit hier... Ich meine, was sollten diese komischen Sedilletten kosten, ne? 500 Dollar ist. 500 Dollar, die Originalen sogar noch mehr. Ja, sie. Also man, sie. 500 Dollar ist wegen welcher Zlappen aus Plastik, ne? Mhm. Ja. Aber den werden Sie dann heute nicht mehr erreichen, dass wir mit ihm sprechen. Das machen wir morgen. Okay, sie. Okay. Gut, dann gehe ich ins Büro, mache die Angebote neu und wir sprechen uns die Tage. Genau, wir sprechen uns morgen. Alles klar. Bis morgen. Adios, Senor Lenz. Herrera ist krass. Ja, Untermeier. Herr Untermeier? Hallo? 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 Achso, ja. Hallo. Ja, ich bin heute etwas leise. Ja, ja. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen. Ich wollte Sie eigentlich anrufen. Ich mache jetzt erstmal wieder Feierabend. Ich bin nur aus dem Büro raus. Mhm. Und wie lief der Auftrag? Ja, ganz gut, denke ich. Mich hat das verwirrt, dass Securo-Surf da war, wenn ich ehrlich bin. Naja, die machen immer den Gebäudeschutz, wir machen den Personenschutz. Ah, verstehe, verstehe. Okay, gut. Ja, und ansonsten ist die Lokalität da oben halt ein bisschen eklig. Ja, ich war da schon am Freitag und ich habe schon Bekanntschaft mit den Herrschaften gemacht. Ja, nicht so gut. Alles klar, ich bin morgen Abend wieder da, ja? Ja, super. Dann besprechen wir das einfach mit den Spesen von Cooper morgen. Kein Problem. Achso, ja genau, 8000. Ja. Versuchen Sie das aufzudröseln. Ja, ich hatte... Tanken, teilen Sie es auf. Sie müssen sich da sozusagen... Also, ich würde es so machen, ich würde Ihnen die normalen Spesen schicken, dann kontrollieren Sie die einmal, dann würde ich die Ausschüttung mir auf einen Zettel schreiben und dann würde ich die anderen Spesen einpflegen. Alles klar. Ja, perfekt, super. Bis morgen. Bis morgen. Ey, meine Karre sieht wieder aus wie Sau. Es ist unglaublich. Ich kann mein Auto nirgendwo stehen lassen. Das sieht immer aus, als ob du... Als, keine Ahnung. Weißt du, wirklich, es ist wie ein Mercedes beim G20-Gipfel parken lassen. Und dann mal gucken, was passiert. Also wirklich. Das ist wie eine S-Klasse in Connewitz fahren, Alter. Das ist einfach nicht. Es ist einfach schlecht. Das ist einfach eine schlechte Idee. Ist das schon zu Ende? Ja, naja, noch läuft er, aber vielleicht nicht mehr. Lululul. Gab es schon das Gewinnspiel? Ja. Ja, ja. Ist schon gewesen.
Den einen mit dem Bart fand ich ein bisschen aufdringlich, ehrlich gesagt. No comprende. Der war ein bisschen weird, aber... Ein bisschen? Naja, das war schon sehr forced. Halbe Breeden-Begegnung, Kappa. Da, sowas machen wir nicht. Wir stellen eh keine Mitarbeiter mehr ein, Alter. In dem Gewerbe, in dem wir jetzt unterwegs sind, ist es nix. Nix mehr mit Mitarbeiter-Rinos einstellen. Kannst du halt voll vergessen jetzt. Taschen voll mit Boostern in der Wohnung. So.